Was die Diskussion um Eurobonds angeht, ist die CDU-CSU-Gruppe entschieden gegen die Einführung von Eurobonds im engeren Sinne, also die Vergemeinschaftung nationaler Schulden durch die Europäische Union bzw. durch die Mitgliedstaaten der Eurozone. Das muss man unterscheiden von den notwendigen Hilfspaketen für Griechenland, die Griechenland die Chance geben, in eigener Verantwortung Schulden abzubauen und Strukturreformen anzugehen. Und deshalb ist die Einführung von Eurobonds, die Vor- und Nachteile haben können, wenn sie richtig gestaltet sind, im Augenblick auch ohne Vertragsänderung überhaupt nicht zu verantworten. Es würden die Anreize zur eigenverantwortlichen Schuldenreduzierung völlig fehlen. Die Märkte haben zwar überreagiert, aber sie haben die richtigen Signale gegeben an die Staaten, die nicht solide gewirtschaftet haben. Und die jüngsten Entscheidungen in Frankreich, in Italien, in Spanien, auch in den Staaten, die unter dem Rettungsschirm sind, in Irland, in Portugal, vor allen Dingen aber auch in Griechenland, zeigen, dass wir das Signal der Märkte auch in Zukunft brauchen und dass die Eigenverantwortung beim Schuldenabbau durch nichts anderes ersetzt werden kann auf europäischer Ebene. Das heißt auf der anderen Seite, Solidarität mit Griechenland in einer schwierigen Situation ist zwar notwendig, aber nur, wenn die griechische Politik und Gesellschaft bereit sind, diese Verantwortung in eigene Strukturreformen umzusetzen. Was die Aufkäufe der Europäischen Zentralbank angeht, auf dem Sekundärmarkt hat es eine heftige Diskussion und Kritik gegeben. Ich halte diese Aufkäufe für notwendig und verantwortbar. Sie sind mit dem Statut der Europäischen Zentralbank verantwortbar zur Sicherung der Geldwertstabilität und der Geldpolitik. Sie sind natürlich vorübergehend, sie erfolgen zu Marktpreisen und nicht zu Nennwerten. Sie beinhalten deshalb bereits eine Gläubigerbeteiligung und weil die Politik so langsam ist in der Umsetzung ihrer Rettungsmaßnahmen, hat die Europäische Zentralbank den Spekulanten Spielraum weggenommen, hat deshalb verantwortlich im Sinne einer stabilen Eurozone gehandelt. Und unabhängig von den aktuellen Diskussionen, die natürlich befeuert wurden durch die Verschuldungen in den USA, durch die Absenkung der Ratingagenturnoten für Japan und die USA, ist der Euro eine stabile Währung nach innen und nach außen. Nach innen mit niedriger Inflationsrate, nach außen mit einem stabilen, wenn nicht sogar überbewährten Verhältnis zu den wichtigsten Währungen der Welt, nicht nur zum Dollar, auch zu den Währungen der aufstrebenden Schwellenländer. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund zur Panik, sondern es ist ruhiges und besonnenes Handeln notwendig, bei dem Europa mehr Integration zeigen muss in dem wichtigen Feld der Haushalts- und Finanzpolitik. Denn sonst wird es nicht gelingen, auf der einen Seite eine zentrale Geld- und Währungspolitik durch die unabhängige Europäische Zentralbank und eine dezentrale Haushalts- und Finanzpolitik in der Verantwortung der jeweiligen Mitgliedstaaten zu einem vernünftigen Ende zu führen. Ich bin optimistisch, dass das gelingen wird.